Heute gibt es Wellness. Hallo Leute und willkommen hier bei Mir Paket. Verspannungen, Rückenschmerzen. Viele kennen diese Geschichten ja, aber man kann da durchaus etwas tun, zum Beispiel mit so einem Massagegerät wie dem, das ich euch heute hier zeige. Das kommt von der Firma Naipo, ein Nacken- und Rückenmassagegerät mit Shiatsu-Funktion und Vibration und Wärme und einer ganzen Menge. Ihr seht schon, wie ich es ausgepackt habe und wir legen auch schon mal direkt los und ich zeige euch, was das Teil hier bietet. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und zwar haben wir drei verschiedene Zonen, wo wir uns massieren lassen können. Einmal im Nacken und das ist für mich schon die Top-Funktion bei diesem Gerät hier, denn diese Nackenmassage, die man hier durch diese zwei sich drehenden Knetbälle, sage ich mal, bekommt, die ist echt der Wahnsinn. Ich habe schon solche Geräte gehabt früher. Ich habe hier immer noch ein anderes Gerät, das kommt von der Firma Beurer. Hat auch so eine Nackenmassagefunktion, die kommt aber nicht mal ansatzweise an die heran, die hier Naipo abliefert. Denn Naipo knetet hier dermaßen intensiv in euren Nacken, wenn ihr da Verspannungen habt, das ist Wahnsinn. Da lässt man sich 15 Minuten lang durchkneten und es fühlt sich wirklich, wirklich besser, gelockerter an und sehr viel angenehmer. Also da war ich mal dermaßen positiv überrascht von, da hätte ich in der Intensität nicht mit gerechnet. Zumal man das Ganze noch beheizen kann, das wird dann so um die 40, 44 Grad nochmal warm und hilft nochmal zusätzlich die verspannte Muskulatur zu lockern. Also die Nackenmassagefunktion 1A, richtig gut. Dann geht es natürlich noch eine Station tiefer. Der Rücken, der wird natürlich auch nochmal massiert. Da fahren diese Massagebälle drehend von oben nach unten und wieder umgekehrt und gehen dann eben an eurem Rücken entlang. Ebenfalls kann man die auch beheizen mit 40, 44 Grad so um den Dreh rum. Und ja, dann kriegt man eben eine schöne kleine Rückenmassage noch mit dabei. Die fand ich auch sehr gut, aber nicht so überzeugend jetzt bei mir wie die Nackenmassage. Und wenn wir dann noch eine Station tiefer gehen, Freunde, ja, dann kriegt der Popo auch noch ein bisschen was ab, denn wir haben auch noch eine Vibration unten im Gesäßteil drin. Also wenn man das anschaltet, gibt es hier drei verschiedene Intensitätsstufen und dann wird der Popo auch noch ein bisschen durchvibriert. Dachte ich am Anfang, boah, das bringt nicht wirklich was, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so 15 Minuten eine leichte Vibration noch von unten zusätzlich zum Kneten und ja, Bearbeiten der restlichen oberen Körperregionen, ist schon angenehm. Doch, muss ich sagen, es ist schon angenehm. Und vor allem, man kann das Ganze noch ein bisschen steuern, denn wir haben hier so eine Auflage, die ist noch mit Klett oben befestigt. Und wenn man die über den Massagesitz drüber macht, dann wird das Ganze noch ein bisschen, sage ich mal, weniger intensiv. Also wem das dann zu intensiv ist, der macht sich diese Auflage noch mal drüber und hat dann eine softere, so sage ich es mal, Massageerfahrung. Gesteuert wird das Ganze über die Fernbedienung, die ist hier mit dem Kabel verbunden, hat eine schöne Tasche an der Seite dran, dass man sie gut verstauen kann. Dort kann man ein- und ausschalten, die Hitze aktivieren, dann die Nackenmassagefunktion aktivieren und ganz besonders toll, man kann bei der Nackenmassagefunktion eben das Ganze noch ein bisschen hoch oder runter stellen, denn es gibt ja nicht nur eine Körpergröße. Ausgelegt ist die, glaube ich, für 1,60 Meter bis 1,78 Meter. Ich bin 1,90 Meter, muss schon so ein klein bisschen nach unten rücken, aber hat für mich auch immer noch gut funktioniert und dann kann man auch entscheiden, in welche Richtung die Nackenmassage geht, also rechts rum oder links rum drehend. Dann das gleiche beim Rücken, da könnt ihr auch nochmal einstellen, ob der volle Rücken bearbeitet wird oder nur der obere oder nur der untere Bereich und man kann auch hier spezielle Spots festlegen, wenn ihr irgendwo eine Stelle habt, die euch besonders wehtut und ihr wollt die mal ein bisschen intensiver, länger bearbeiten lassen, dann könnt ihr das hier mit der Target-Funktion machen. Und ja, den Sitz, wie gesagt, den kann man noch auf drei Vibrationsstufen einstellen. Lässt sich alles prima bedienen, wirft keine Rätsel auf das Ganze und ja, ist echt angenehm. Also wenn ihr Probleme habt mit Verspannungen, Büroarbeitsplatz, ihr sitzt den ganzen Tag vorm PC, euer Nacken tut euch abends weh, der hier, der kann euch echt helfen, der Naipo Neck and Back Massager, also das Massagegerät für Rücken und Nacken mit, ich sag mal, Popo-Vibrationsfunktion. Jawohl, also Freunde, ich habe es ausprobiert, ich habe es sehr angenehm ausprobiert, habe es sehr genossen und kann euch sagen, das ist ein super Ding. Vor allem die Nackenmassagefunktion, oh, ihr werdet es lieben. Schreibt es mir auch mal in die Videokommentare, wenn ihr auch schon das Ding hier ausprobiert habt, ob ihr dort die gleiche Begeisterung teilt wie ich oder ob ihr sagt, bei mir war es jetzt nicht so gut oder bei mir war es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Würde mich echt mal interessieren. So, also, wer sich sowas zulegen will, Freunde, ich verlinke euch direkt hier zur Webseite von Naipo. Dort könnt ihr das Teil kaufen, kostet 109, also rund 120 Euro.
Aber ich habe euch noch einen kleinen Rabattcode dazu gemacht, da könnt ihr noch ein bisschen was sparen bei der ganzen Geschichte. Ich setze mich jetzt nochmal drauf und lasse mich ein bisschen kneten, denn ich bin schon wieder ein bisschen verspannt. Und sage vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal, euer Meerpaket. Macht's gut!